Wo waren wir in der Sparkasse? Warte, wo ist der Besenwagen? Der Besenwagen ist gerade bei der Hangbrücke, also ungefähr noch eine Stunde. Wir sind jetzt 6 Stunden 5 unterwegs, ohne Halbmarathon 5 Stunden 20. 6 Stunden 5 Minuten derzeit die Renndauer. Markus, bei mir. Schau dir diesen Läufer an. Er will den Sieg kommen und er kommt den Sieg. Er wird es schaffen. Meinsch, werden wir heute noch eine rote Grimus verrücken? Hopp, sensationell, ein Schweizer. Hier kommt der Erwin hereingelaufen. Hey, Hurra Gott, Erwin, Hurra Gott. Super. Gratulation. Wie alt bist du? 77 Jahre vorbei. Einen Applaus für Erwin. Du bist ein Superstar. Tatsächlich, der Karten. Das ist ein Highlight. Aber sowas, so geil. So, wir kommen in Kürze rein in unser Gewinnspiel. Die Bühne wird gerade boykottiert. Ja, das ist zum zweiten Mal. Ich glaube, der Herr Kati ist auch da. Der ist hinter dir. Schau. Gehen jetzt nicht rauf, aber wir haben jetzt ein ganz besonderes Geschenk. Denn alle, die bei der Vorarlberger Meisterschaft mitgemacht haben, haben jetzt die Möglichkeit auf ein großartiges Geschenk hier. Sobald die Bühne frei wird, aber ihr macht den Bühnencrasher. Ui, da kommt eine Dame, wie heißt sie? Christine, die schöne Miene kommt. Finisherin des Sparkasse-Marathons am Bodensee. Christine, was für eine tolle Leistung. Wir gratulieren dir. Du bist mega, super. Unser Applaus für die Christine. Gewaltig, super. So, wir haben die Bühne in Kürze für uns. Die Christine heilt nicht, sie läuft. Kann. Ich muss jetzt noch arbeiten. Tut mir leid, ganz klein. Komm. Du hast schöne Schuhbändel. Ja, ja. Ich glaube, es sind die Schuhbändel von meinen Schuhen. So, ich darf jetzt zu mir. Momo. Danke. Ich darf jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Den Hans Jakob Fink, er kommt zu mir und was es mit ihm auf sich hat, das erkläre ich euch gleich, denn Hans Jakob, du bist der Chef von Motobike. Was ist Motobike? Motobike ist der Motorradhandel in der Albertstraße. Wir waren gerade in Schwanland und ja, ich bin Chef. Du bist der Chef. Was machst du jetzt heute hier bei mir herum? Was gibt es jetzt zu gewinnen? Ja, es gibt tolle Preisdecke, fast ein Special, was man gewinnen kann, Wochenende mit der KTM. Besser geht's wohl nicht. Woche mit der KTM, ist es die KTM, wo der Günther Ernst auch gehabt hat, hier heute? Ist ja quasi das Siegerfahrzeug gewesen. Das wird so ein Adventures, je nachdem, was man denn möchte. Ah, schön. Nein, ich kann nicht mitspielen, ich bin auch ein KTM-Fan, muss ich sagen, aber ich bin nicht gelaufen. Denn gewinnen kann jeder, der hier bei der Vorarlberger Meisterschaft mitgerannt ist. Und jetzt suchen wir uns noch einen Glücksengel. Den Glücksengel haben wir bei mir. Ich darf die Nada Ina Power zu mir bitten. Die Nada Ina Power, da kommt sie. Wer sie nicht kennt, ich stelle die Dame mal kurz vor. Kommt ursprünglich eigentlich aus Deutschland, ist vor kurzem Doppelstaatsbürger, egal.
Auf jeden Fall ist sie bei der Europameisterschaft in Deutschland mitgelaufen. In welcher Disziplin? Über 5000 Meter. 5000 Meter, wie war es da oben so die Stimmung bei der Europameisterschaft? Im Verhältnis zu uns vermutlich ganz schlecht, denn wir sind viel besser. Super hier. Berlin war wirklich also ein tolles Event. Es war riesig, es war ein berühmtes Stadion auf der blauen Bahn. Es war schon sehr einmalig, da dabei zu sein. Kann man klatschen bitte für unsere Teilnehmer bei der Europameisterschaft? Sehr schön. Und jetzt habe ich die Nachricht bekommen, du wirst uns in Zukunft in Vorarlberg in Österreich beglücken mit deinen Laufkünsten. Ist das richtig? Ja, ich möchte mich am Vorarlberger Verein anschließen. Wir haben uns jetzt, mein Freund und ich, als Lebensmutter von Bregenz ausgesucht. Oh. Und sind sehr glücklich hier. Meine Mama ist ursprünglich Fludenzerin, also habe ich schon immer den Bezug gehabt zu Vorarlberg. Aber ich habe noch nie hier gelebt und das soll sich jetzt ändern. Ja. Das ändert sich jetzt super. Darf ich mal dir das Sacker geben? Das sind nämlich die Preise, die, also sind die Teilnehmerinnen. Jetzt schauen wir mal, wer das gewonnen hat. Was hat es mit der KTM genau auf sich? Ist es ein spezielles Motorrad oder kann man sich das aussuchen? Ja, es gibt da verschiedene Modelle auszusuchen, je nachdem, was man machen möchte. Möchte man sportlich unterwegs sein oder möchte man am Wochenende mit dem Koffer wegfahren? Benzin muss ich selber zahlen oder? Das Fahrzeug wird vollgetankt ausgeliefert. Versicherung? Versichert ist das selbstverständlich. Was ist, wenn ich einen Sturz habe? Gibt's leihweise. Sehr gut. Das war mehr, warum wir keine wissen, dann würde ich sagen, kommen wir zur Ziehung. Also, liebe Nada, du mal richtig kräftig mischen, denn alle Läuferinnen und Läufer, die mitgemacht haben hier beim Dreiländer-Marathon bei der Vorarlberg-Wertung, haben jetzt die Möglichkeit. Ja, dann zieh mal eine Nummer raus oder einen Namen raus. Und lies uns mal, Achtung, weißt du, die Startnummer. Ah, wir haben die Startnummer, jetzt wird es kompliziert. Sag uns mal den vorderen Buchstaben. V. V ist schon mal super. Woher? Gut. Der erste Zahl? 423. V423. Ja, und der Tanzler, der Christian Weißburger. Treffer, würde ich sagen. Der Weiße, der kann es gut proben. Ja, übrigens, der Rad braucht auch schon mehr Schneeketten dazu. Wobei, KTM sind ja mega Fahrzeuge auch im Gelände, oder? Christian, du hast gewonnen. Was ist denn das ab? Darf mal gratulieren. Christian, hast du ein Motorrad für? Molly hat ein Motorrad für, das ist am letzten Mal, wenn ich gefahren bei der Matura-Reise in Griechenland. Also, ich glaube, ich werde nicht fahren, aber da von einer roten gibt es sicher ein paar Verrückte, die gut KTM fahren können. Und den haben wir es gut gebraucht, Karin, an den ich bin hier. Hey, Christian, super, können wir gleich klatschen, bitte? Ja, wenn derjenige einen Partner braucht, ich fahre gerne mit der Runde. Sehr gut. Also, gratuliere mal recht herzlich. Vielen Dank für den super Preis. Wie machen wir das? Ihr macht es auch unter der Bühne, macht es aus, wie ihr das handelt. Ja, super, vielen Dank. Machen wir Musik wieder an. Vielen Dank an euch drei. Super. Die Nada Ina Power und vom Motorbike Bike der Hans Jakob Fink. Martin, bist du noch da oder bist du schon heim? Schläfst du schon? Oder? Ich warte auf die KTM-Maschine, bitte. Du, ja, die möchte ich auch mal fahren. Ja. KTM, geiles Motorrad. Komm jetzt runter. Ja, ich komme mal. Da bei dir ist es kalt und schattig und ich habe Sonne. Nein. So, das ist schön. So schön. Wir haben ja einige draußen, ungefähr 100 oder 70 oder 60. 130, aber wir warten doch. Super! Oh! Eine tolle Finisherin ist im Abarsch. So jetzt. Unglaublich, doch gezogen. Sie wird ins Ziel kommen. 6 Stunden 14 Minuten. Unser Riesenapplaus in die Stadt um 1.94. Wo ist der Applaus hier für die Rosemarie aus der Schweiz? Super! Rosemarie. Da gibt es ja auch Rosemarie aus Mellau und die Rosemarie aus der Schweiz jetzt. Ja, ja. Und ein Lied gibt es auch wieder. Rosemarie. Rosemarie. Da ist kalt bei dir. Ich gehe in die Sonne. Keine Kinder Hause. Danke, dass du uns das
KTM-Motorrad ausgelost hast. Ja, das holen wir schon auf. Ich will auch eine Runde fahren mit dem KTM-Motorrad. Schau, wir kommen, beste Freundinnen in Sieg gelaufen. Ich finde euch super, ganz ehrlich, ihr seid spitze. Echt spitze. Jetzt kommen wir wieder. Zwei Finisher. Wie super. In wenigen Augen. Oh. Put your hands up in the air. Welches Engele kommt zu mir? Wir haben hier die Daniela. Was für Momente, Mensch! Unbeschreiblich! Traumhaft! Sie läuft durch beim Mohrenbogen.